1993 wird im Münchner Westpark ein Familienvater umgebracht. Wenige Minuten vor der Tat wird ganz in der Nähe ein Stein in eine Straßenbahn geworfen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten? Auch in der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst wird damals versucht, den Mörder aus dem Westpark zu finden. Der Journalist und Buchautor Ralf Döbele hat sich auf die Spuren dieses Verbrechens begeben. Der Mord im Westpark hat sich bei mir besonders eingebrannt. Wir haben es hier mit einem extrem brutalen Täter zu tun, der, ich möchte schon sagen, auf geradezu menschenverachtende Weise einen Mann aus dem Leben gerissen und eine ganze Familie ins Unglück gestürzt hat. Die Ermittlungen in dem Fall beginnen für die Polizei in der Nacht auf den 16. Oktober 1993. Eine Frau meldet ihren Mann als vermisst. Und bitte sagen Sie mir doch sofort Bescheid, wenn Sie was wissen. Der Heimweg führt den Mann durch den Westpark. Die Polizei schickt eine Streife dorthin. Am Rande des Parks findet sie den Vermissten. Der Architekt Konrad H. ist erstochen worden. Alles sprach dafür, dass Konrad H. zur falschen Zeit am falschen Ort war, dass er ein Zufallsopfer war. Die Polizei fand keinerlei Hinweise darauf, dass es irgendeine Art von persönliche Beziehung zwischen Opfer und Täter gegeben haben könnte. Konrad H. galt als völlig unbescholtener Mensch ohne Feinde. Seine Familie und sein Beruf bestimmten sein Leben. Konrad H. war 40 Jahre alt im Jahr 1993. Er lebte mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe des Westparks. Er besuchte den Westpark auch ganz oft, natürlich auch mit seinen beiden Söhnen. So auch am letzten Tag seines Lebens, am 15. Oktober 1993. Neben Arbeit und Familie hat Konrad H. noch ein besonderes Hobby. Er ist Fan von Straßenbahnen und gibt ein eigenes Magazin heraus. Am Tatabend, dem 15. Oktober 1993, besucht Konrad H. eine Sauna. Er bleibt dort bis 23 Uhr. Anschließend macht er sich auf den Rückweg. Der führt ihn unter anderem durch den Westpark. Auf seinem vermuteten Heimweg gibt es dann einen Zwischenfall. Eine Straßenbahn der Linie 18 wird mit einem Stein beworfen. Verletzt wird dabei glücklicherweise niemand. Die Polizei hatte später die Theorie, dass der Straßenbahnliebhaber Konrad H. möglicherweise diesen Angriff gesehen hat auf seinem Heimweg, dass er den Steinewerfer vielleicht zur Rede gestellt hat und dass der ihn möglicherweise in den Westpark verfolgt hat und ihn dann attackiert hatte. Das war eine heiße Spur der Polizei. Sie hatte auch eine Beschreibung des ominösen Steinewerfers. Er war etwa 40 Jahre alt. Letztendlich war das auch die einzige Personenbeschreibung, die man in diesem Fall überhaupt hatte. Einige Minuten später wird Konrad H. dann am Rande des Westparks angegriffen. Er wurde ins Gesicht geschlagen. Dann hatte der Unbekannte auch schon ein Messer zur Hand und stach insgesamt 14 Mal auf ihn ein. Konrad H. hatte keine Chance. Mehrere dieser Stiche trafen ihn ins Herz. Er verblutete wenig später. Etwa zu dieser Zeit, gegen 23.30 Uhr, verlassen zwei Männer das Treffen einer Gruppe von Sportlehrern in einem Lokal am Westpark, ganz in der Nähe. Nach dem Ende der Feier gingen sie in Richtung S-Bahn durch den Westpark. Dabei sahen die zwei Zeugen Konrad H. leblos am Boden liegen. Sie schätzten die Situation aber vollkommen falsch ein. Sie dachten, da liegt ein Betrunkener, der seinen Rausch ausschläft. Fairerweise muss man sagen, Konrad H. wäre auch schon nicht mehr zu retten gewesen zu diesem Zeitpunkt. Die Polizei hätten sie dennoch verständigen können. Die Polizei geht davon aus, dass Konrad H. entweder wirklich ein Zufallsopfer war oder dass ihm ein Streit mit dem Straßenbahnsteinewerfer zum Verhängnis wurde. Könnte dieser Mann ihn im Anschluss verfolgt und umgebracht haben? Die Beamten befragen in den Wochen danach zahlreiche Menschen, die sich regelmäßig im Westpark aufhalten. Die Polizei unternahm alles, was in ihrer Macht stand, sprach natürlich auch mit Leuten, die sich im Westpark herumtrieben, auch vorbestrafte Leute, Drogensüchtige. Alles wurde auf den Kopf gestellt. Natürlich gab es die üblichen Presseveröffentlichungen, aber die Tat passierte eben auch am späten Abend. Es waren keine Zeugen in der Nähe, so hatte es die Polizei sehr, sehr schwer. Schließlich versucht die Polizei mit Hilfe einer bundesweiten Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst weiterzukommen. Einziger Anhaltspunkt für die Kripo ist ein Anschlag auf eine Münchner Straßenbahn. Ich muss schon sagen, dass dieser Filmbeitrag wahrscheinlich einer der emotionalsten aus der Geschichte von XY ist. Man kommt dem Opfer und seiner Familie sehr nahe und man sitzt als Zuschauer relativ fassungslos vor dem, was dann passiert und auch welche Schmerzen dieser Familie zugefügt wurden durch den Täter. Ein unschuldiger Mann, der offenbar ohne jeden Grund getötet wurde.
Das Verbrechen an Konrad H. droht ein Cold Case zu bleiben. Ende 1994 wird die zugehörige Sonderkommission aufgelöst. Doch die Münchner Polizei bleibt an dem Fall dran. 1995 kam dann ein neuer, junger Mordermittler zur Mordkommission und hat sich auch mit dem Fall Konrad H. befasst. Und es sollte entscheidend für die Ermittlungen sein, denn er kannte den Westpark sehr gut. Er kannte auch die Jugendgangs, die sich hier herumtrieben, sehr gut. Er sprach mit den Jugendlichen Wochen, Monate lang. Dabei fiel ihm auf, dass viele Gangmitglieder wohl Angst vor einer bestimmten Person hatten. Die Münchner Polizei versucht mehr über diesen Unbekannten herauszufinden. Und nach einiger Zeit kommen die Beamten tatsächlich weiter. Die Spur führte zu dem 18-jährigen Gorasht B., der hier in Gangkreisen Genghis Khan genannt wurde, hauptsächlich wegen seiner Frisur. Er war mehrfach vorbestraft, stand auch vor Gericht wegen Mordversuchen, wegen Vergewaltigung, wegen Diebstahl. Also er war wirklich einschlägig vorbestraft, wurde auch wegen dieser Taten verurteilt. Doch bevor die Kripo München ihn ausführlich zum Westpark-Mord weiter befragen konnte, wurde er in seine Heimat nach Slowenien abgeschoben. Bei weiteren Befragungen stößt die Polizei im Westpark dann schließlich auf den besten Freund von Gorasht B. Der beste Freund wurde zum Kronzeugen gegen Gorasht B. Er sagte aus, dass der damals 18-Jährige den ganzen Tag über schon wahnsinnig aggressiv und zornig gewesen war. Er hatte nämlich an diesem Tag seine Ausweisungsbescheinigung bekommen. Der Freund bestätigt außerdem, dass er am Tatabend tatsächlich mit Gorasht B. im Westpark gewesen sei. Und irgendwann sah der beste Freund, wie ein Spaziergänger an den beiden vorbeiging. Kurz danach erhob sich Gorasht B. und sagte, ich bin gleich wieder da, ich muss nur kurz was machen. Als er dann 10 Minuten später zurückkam, war er sehr aufgedreht, nahezu euphorisch und sagte sinngemäß, ich habe da jetzt ein großes Ding gestartet. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, wo er über Konrad H. hergefallen ist. Für die Polizei ist damit sehr wahrscheinlich, dass sie nun den Mörder von Konrad H. kennt. Der Steinewerfer auf die Straßenbahn wurde bis heute nicht gefasst. Mit dem Mord hat er offenbar nichts zu tun. Im November 1997 wird Gorasht B. in Kroatien festgenommen, vernommen und schließlich nach Deutschland ausgeliefert. Auch in der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim neigt er weiter zu Gewaltausbrüchen. 1999 muss sich Gorasht B. wegen des Verbrechens an Konrad H. vor dem Landgericht München verantworten. Gorasht B. wurde vom Landgericht München zunächst zu einer recht geringen Jugendstrafe von 6,5 Jahren verurteilt. Das war ein Urteil, das auch sehr viel Aufmerksamkeit und Kontroverse verursachte damals. Es gab sogar Tumulte im Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft ging daraufhin in Revision. Letztendlich wurde Gorasht B. erst in dritter Instanz zu 10 Jahren Jugendhaft für den Mord an Konrad H. verurteilt, wobei Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage sich darauf einigten, dass nicht die gesamte Untersuchungshaft angerechnet wird. So blieb Gorasht B. insgesamt 13 Jahre in Haft. Nach Verbüßung seiner Haftstrafe in Deutschland wird Gorasht B. 2012 nach Slowenien abgeschoben und sorgt dort weiter für negative Schlagzeilen. Auch in seinem Heimatland Slowenien sorgte Gorasht B. erneut für Aufsehen. Er wurde erneut gewalttätig gegenüber einem Nachbarn, wurde dafür erneut zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Das zeigt nochmal, mit was für einem gewaltbereiten und kaltblütigen Täter es wir hier zu tun haben. Um diesen Täter zu ermitteln, brauchte die Polizei einen langen Atem. Doch das Wichtigste, der Mord am Architekten Konrad H., konnte aufgeklärt werden.